die Verzögerung, Captain. Wir warten, Sir. Warten? Worauf? Auf den Soldaten Doss. Wer zum Teufel ist Soldat Doss? Ich habe immer davon geträumt, Arzt zu werden, aber ich konnte nicht oft zur Schule. Ich kann nicht hierbleiben, während alle anderen für mich kämpfen. Dachtest du, dieser Krieg passt so ohne weiteres zu deinen Idealen? Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. So werde ich unserem Land dienen. Das ist ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten. Gebaut, um dem Feind den Tod zu bringen. Es tut mir leid, Sergeant. Ich rühre keine Waffe an. Sie töten nicht. Nein, Sir. Im Krieg wird getötet, das wissen Sie. Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht der Kamerad, der Sie auf dem Schlachtfeld retten wird. Dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit. Ich habe mich in dich verliebt, weil du anders als alle anderen bist. Die können dich dafür ins Gefängnis sperren. Wie soll ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht treu bleibe? In einer Welt, die so sehr auseinanderbricht. Es scheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so schlecht zu sein. Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen. Ich schaff dich hier raus, Mann! Das müssen Sie sich ansehen. Wer hat das getan? Doss, der Feigling. Wir müssen morgen wieder darauf. Und ohne Sie werden die Männer das wohl nicht tun. Hilf mir! Du musst mir vertrauen. Wehe, du kommst nicht zu mir zurück. Bitte, oh Herr, hilf mir noch einen zu retten. Hilf mir noch einen zu retten.